Warte mal, nee, das Eisen nehme ich mal hier raus, das lasse ich mal hier drüben schmelzen und das hat mich parallel in der Mache. Und da hast du doch noch gleich wieder Stahl. Mein Stuhl will mich heute schon wieder ärgern, ey. Bist du schon wieder 3 Etagen tiefer gesunken oder was? Er fährt schon wieder alles runter. Hallo. Baby. Problem. Ich kann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht alles zerlegen. Also die Rüstungsreparatursets gehen gar nicht zerlegt und die schwachen Aloe-Extrakte komischerweise auch nicht. Hast du gerade eine Hütte? Ach, das ist aber schön. Könntest du mir gerade mal meine Spitzhacke reparieren? Ja, gern. Ist fertig. Mensch, da werde ich dich aber in meine Abendgebete mit einbeziehen. Und Fenrir, könntest du bitte für mich noch so ein Verstärkungskit machen für meine Spitzhacke? Die habe ich mir so noch gar nicht gehabt. Ja, ich bin gerade immer noch auf Jagd. Okay. Aber mache ich sofort, wenn ich nach Hause komme. Super. So, komm her, ich bringe dir den ganzen Samen und Blütenrotz, wo schmeißen wir den eigentlich rein? Ich meine, ich könnte es auch wie immer machen, irgendwo reinschmeißen. Aber ich frage mal vorher. Das wäre sehr lieb, ja. Also ich habe hier draußen einen Pflanzentrog, da habe ich diverse Samen drin, weil ich die noch gar nicht verwerten kann. Da müsste ich erst in Landwirtschaft weiterforschen. Andere Samen verarbeiten wir mittlerweile schon größtenteils. Hier vorne rechts der. Da sind dreierlei Sorten drin, die ich noch gar nicht benutzen kann. Aloe-Samen, denke ich mal, ist hinter dir links leicht zu erkennen, wo die rein müssen. Das muss ich jetzt echt sortieren. Echt. Links-Shift gedrückt halten und einfach links klicken. Dann sortiert das automatisch rüber, wenn es die richtige Farbe hat. Ich habe nämlich auch schon gesehen, dass du immer Drag-and-Dropst. Nee, hier vorne die zwei sind noch gar nicht großartig in Benutzung, außer mit Aloe. Also die ganze linke Reihe ist eigentlich Aloe Vera. Ich hab keine Lust mehr. Kann ich das nicht lieber wieder in eine Kiste schmeißen? Na, normale Samen, die werden wir ja dann bald in die Presse schmeißen, sobald wir sie gebaut haben, ne? Ja. Oder zu Schleimsuppe verarbeiten, hier in der Küche. Haben wir auch irgendwo eine Kiste für Blüten? Was hast du denn da für welche? Purpur-Dinger da? Ja. Dann ist das hier die Kiste neben dem Mahlstein. Da sind schon 500 und was drin. Achso, ein Gelblotus muss da raus wieder. Oder? Nee, ja, das ist doch nicht. Ist natürlich doof da, ne? So. Yo! 250, 328 mal rohes Schweinefleisch, Alter. Bewegt er sich mal zur Seite. Eirik, leck mich am Arsch. Eriksson, verzieh dich! Bitte gehen Sie. Mein Gott. Kai? Was? Kai? Was? Kai? Was? Du wolltest doch Steine, oder? Nimm mir mal was ab. Ja. Hinter dir liegen 1000 Steine auf dem Boden. Ich trag die anderen 1000 gerade zu deiner Baustelle rüber. Hattest du hier nicht eine Kiste? Ach, da oben. Ja. Oh, da war aber jetzt, haben wir Bauplatz. Ist ja geil. Ja. Ah, kann man die Fundamente überall. Ah, nee. Ich dachte schon, man kann die übereinander machen. Was? Natürlich kannst du Fundamente übereinander machen. Okay. Cool. Dann ist ja auch die Frage geklärt, wie wir das hinbekommen, dass wir hier mit dem Gefälle arbeiten, alles auf einer Ebene zu haben, ne? Ja, musst halt Fundamente bauen, wie doof, ne? Hm. Das finde ich halt ein bisschen schade. Da denke ich jedes Mal, mein Gott, was hat Valheim doch so vieles richtig gemacht, ne? Oh ja. Terraforming also fehlt hier wirklich. Ja. Hätte der gute Robin meine Kiste beschriftet. Ich glaube, die Engine gibt's einfach nicht her. Ja. Na, Kistenbeschriften habe ich mir für später aufgehoben, wenn wir dann auch ein richtiges Lager haben. Weil momentan haben wir ja irgendwie in vielen Kisten das gleiche Zeugs drin. Ja, weil du nicht richtig aufräumst. Ich räum dir gleich mal was auf, du. Dein Kopf in deinen Arsch. Wie er gleich wieder empfindlich wird. Aha. Also deinen Kopf in seinem Arsch. Nee, welchen seinen Kopf in seinen Arsch. Seinen also. Kopf in deinen Arsch? Krass. Egal, wie wir das drehen und wenden, ihr seid beide Arschköpfe. So. Mann, sag doch sowas nicht. Ich auch Schkupf. Henry, pfeif mal.
Ah. Verstehe, was du meinst. Arschkopf. Ja, du bist immer noch ein Speer in der Luft. Das triggert dich, ne? Ja. Weil ich mich jedes Mal wundere, was hängt denn da in der Luft? Und der ist auch nicht aufsammelbar, also das ist eigentlich der, den du auf dem Rücken getragen hast. Da dreht er durch. Das kann er nicht haben. Da fliegt er aus. Ist komisch, weil ich kann es nicht wegräumen, weißt du? Jetzt kriegst du so Tourette-Zuckung. Nee, so Sheldon Cooper-mäßig. Ja, genau. So stelle ich mir Robin auch vor. Also jedes Mal, wenn irgendwas komisch ist, geht der Kopf so seitlich. Die ganze Zeit so, Ja, du guckst halt nicht meine Streams, ne? Wenn ich mit dir zusammen streame. Ja. Der geht im Sekundentakt, weißt du, sobald du den Bauhof reißt. Hast du bestimmt am nächsten Tag immer Nackenschmerzen, hä? Die Heike auch jeden Tag sowieso schon. Vor allem das Krasse ist jetzt, wo ich halt weiß, was wir alle so herstellen können, also auf aktuellem Stand wohl bemerkt, es wird ja noch schlimmer dann. Wir brauchen wirklich alles. Egal, was es ist, ob es ein Baum ist, ob es ein Ast ist, ob es ein Busch ist, alles. Und davon in Massen. Und ist so, bei Valheim war es ja wenigstens irgendwann so, da konntest du dir denken, ach na gut, okay, mittlerweile brauchst du den Scheiß nicht mehr, kannst du jetzt in eine alte Kiste packen und dann einfach ignorieren. Ja, nee, hier nicht. Hier brauchst du alles und zwar immer und davon viel. Das ist schon heftig. Ja, aber gerade das finde ich gut. Ja, aber es ist halt dementsprechend auch sehr zeitintensiv, also... Das wird irgendwann wieder so ausarten, dass wir eine Pflicht bekommen, jeder von uns mindestens 2 Stunden in der Woche grinden. Vor Stream. Ja, was meinst du, warum ich meine Leute gefragt habe hier in den Kommentaren, ob die was dagegen haben, dass ich die Erntemenge ein klein bisschen hochschraube, so von 1 auf 3, weil du wirst wahnsinnig. Und da hatte tatsächlich keiner was dagegen, weil sie alle wissen, wie grindlastig der Scheiß ist. Ich meine, das können wir auch immer noch im Nachhinein machen, dass wir das immer so um 5% Schritte anheben vielleicht, wenn wir merken, okay, es wird langsam wieder ein bisschen zu viel, wir heben wieder ein bisschen an dann. Oder alternativ, was ich euch noch gar nicht gesagt habe, der Server ist doch nicht nur auf 3 Slots begrenzt, ich musste 10er-Pack holen. Okay. Also theoretisch hätten wir auch Platz für fleißige Grinder, aber nicht Bauer. Weil wir kennen ja unsere Halunken, die sich halt irgendwo gerne mal eine Base bauen, die um 70 Level höher ist als unsere. Ja, aber ganz ehrlich, also wenn ich schon jemanden aus der Community mit reinhole oder so, dann möchte ich dem auch die Möglichkeit geben, richtig zu spielen und nicht hier den Knecht für mich zu spielen. Nee, ich meinte, bauen können sie schon, aber halt, dass sie sich nicht gleich wieder Content halt 30 Level höher schrauben als wir. Dass sie auf einmal mit einer Stahlrüstung vor uns stehen, wie noch im Lederschürzen rumrennen. So meinte ich das. Ja, aber das wirst du nicht vermeiden können. Deswegen ist da halt noch nicht die offene Diskussion da, ob wir das machen oder nicht. Onkel Haffi schreibt schon, ups, das wäre dann wohl ich. Ja, genau. Haffi schreibt, kommt mal meine Base angucken. Nach 3 Stunden haben wir gerade mal das Lager fertig. So Mera, ne? Mera-mäßig. Grüß dich, Hasko, hi. Ach scheiße, ich hab mit dem falschen Ding zerlegt. Ja, gut, Mera geht ja gerade in Ark auf, ne? Mera geht richtig auf in Ark, ja. Stahl? Er ist gleich Platin, ja genau. Level 1, zack, Platin. Hasko hatte mir ja auch schon angeboten, bei sich mal auf den Server zu kommen und mir da mal die Aufzüge anzugucken. Haha, übrigens nochmal vielen Dank dafür. Da habe ich schon gedacht, nee, dann dreht meine Grafikkarte wieder so hoch. Ich meine, was wir machen könnten... Ich bin jetzt Level 44, Level 60 ist ja Maximum. Dass wir ab einem gewissen Level sagen, wenn wir alle drei auf diesem Level sind, dass wir dann den Server aufmachen für die anderen. Und die ersten 7, die damit reingestolpert kommen, die haben Glück, aber die müssen dann auch dran denken, bitte regelmäßig vorbeizukommen und nicht bloß einmal Hallo zu sagen, wieder abzuhauen. Das hatten wir ja leider damals bei Valheim. 20 Betten und eine 5 waren belegt. Ja, also ich habe tatsächlich jemanden bei mir aus der Community, der hat heute schon nachgefragt. Unter irgendeinem Video hat er kommentiert, hier, wie sieht's denn aus? Macht ihr da was? Bei mir auch, die Göttin war nicht in Todesarten, die Liebe. Die hat sich sogar angeboten, einfach nur zu grinden. Die macht das ich gerne. Ich glaube, bei mir wäre es Onkel Hafti. Ne, der würde nicht nur grinden, der würde die ganze Insel leer fegen und hätte dann eine riesige Burg da zu stehen und hätte das sein Schlafzimmer.
Er schreibt gerade, sei es Valheim, Conan oder Ark, bei sowas musst du immer auf 24/7 Community-Server gehen, weil alle grinden wollen. Ja. Und sobald man die Möglichkeit nicht mehr hat, macht es keinen Spaß mehr. Ja, es ist 24/7 Server. Einzige, was halt nur ist, ist, dass halt nachts um 3 ist es, glaube ich, oder nachts um 5. Eins von beiden, Auto-Reset. Daran müsst ihr euch dann gewöhnen. Die Knochen gleich malen? Ja, oder ihr sprecht hier aber gerade über ungelegte Eier, ne? Genau. Ja, Fendrik, kannst du gleich in den Marschall reinhauen. Und zur Not auch anschalten, falls er sich automatisch macht. Ja. Weil ich mir da gerade nicht mehr sicher bin. So, ich muss mal gerade gucken, was Klaus Bärbel sein Oma macht. Klaus Bärbel? Ist er wieder da? Naja, sei Oma. Wir sei Oma. Angefangen haben. Ah. Die Getreue. Oh, Hasko, du bist gerade auf. Ist gerade ein Diablo unterwegs. Du sag mal, Community. Ma. Chat. Ma. Ist das Schild bei meinem Begleiter wichtig? Weil ich bin so der Meinung, irgendwie. Meiner blockt. Ja, aber immer erst, nachdem er eins auf die Schnauze gekriegt hat, also. Genau. Oder wenn du ihm per E den Befehl zum Angriff gibst, dann zieht er auch die Waffe. Ich hatte jetzt nämlich mal, Robin, dass es als verbuggt war, ne? Also wenn der Schild hatte, der hat es nicht mehr weggesteckt, ich konnte nicht mehr befehligen, er hat nicht mehr gekämpft. Er stand halt da, hat sich als ein Schild vors Gesicht gehalten. Also mir wurde gesagt, ein Begleiter mit Schild ist voll für den Arsch. Okay. Nee, meiner benutzt es wunderbar. Ist wahrscheinlich eine Geschmackssache. Ja. Aber macht kaum Schaden. Ja, weil er mehr blockt, als Schaden macht, ne? Genau. Ja gut, ich nehme ihn ja auch nicht als Damage-Dealer mit, ich nehme ihn eher zum Tanken mit, damit ich selbst wiederum erstmal kurz mich zurückziehen kann und einen Heiltrank nehmen kann zum Beispiel. Ja, ich habe mir jetzt aber das Schild auch abgenommen, dann... Ja gut, aber wenn du einen schneller umgehauen hast, dann brauchst du auch nicht mehr blocken. Da bin ich Also, das ist eine Geschmackssache, denke ich, ja. Ja genau, das hat halt so seine Vor- und Nachteile, ne? Hat beide seine Berechtigung, finde ich. Ja. Und Jetty, grüß dich! Haffi, da bin ich tatsächlich anderer Meinung wie du. Also ein Zweihänder oder irgendwas bei einem, da sind die viel zu langsam. Klar, die machen halt Damage dann, aber bis die dann mal austeilen, Zumal treffen müssten sie auch noch können, ne? Und das können sie auch nicht immer. Mit einer Zweihänderwaffe ist es noch ein Stück schwieriger. Ja, genau das hatte ich, Haffi. Der stand einfach nur noch da, hat sich... Mit Wind im Haar. Nee, einfach das Schild vor den Kopf gehalten, ohne dass irgendwas war. Und dann wurde er angegriffen und es ging die ganze Zeit Pong. Hast du mal geguckt, wie die Sonneneinstrahlung war? Nicht, dass er sich da irgendwie das Ding als UV-Schutz benutzt hat. Der hat nicht so Schlag gekriegt, meinst du? Schlaganfall. Heiß, 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 heiß. So, warte. Tierhaut. Tierhaut. Steinlieferung ist da, Kai. Ja. So. Immer wieder gern gesehen. Dankeschön. Schütteböen. Fleisch ist in der Küche, ne, im Feuer. Ohne Ende. Kannst du auch theoretisch, wenn wir erstmal grundsätzlich für uns was zu essen haben, kannst du es auch einfach in die Komposter schmeißen. Der vergammelt dann dort und wird dann von dort aus zu Dingen, zu Kompost. Ja. Hier läuft aber gerade 181 mal gegrilltes Steak durch und 377 mal gekochte Schweineschwarten. Lecker. Und wie viel brauchen wir zum Essen? 10. Merkst du was? Ich würde ein bisschen mehr immer mitnehmen. Und das zum Beispiel bei deinen Begleitern klopp so viel rein, wie sie tragen können. Ja. Nee, die müssen ja für mich gerade Steine tragen, damit wir mehr farmen können hier. Ja, aber wenn du kämpfen gehst, weil die heilen sich ja damit. Ja, dann. Aber ich gebe dir immer noch gerne einen Slot mit Extrakt. Ja, damit kannst du sie selber heilen, aber sie benutzen es nicht. Ja, aber dann haben sie wenigstens dabei und ich muss sie nicht schleppen. Alter, der macht hier wieder Essen für die ganze Kompanie. Ja, natürlich. Alter, aber wenn du jetzt meine Schweineschwarten da rausnimmst, dann kriegst du auf die Fresse. Ja, aber du musst bedenken, das rohe Zeugs vergammelt viel, viel schneller und wird zu Verrotteten, was wir verwerten können, als die Grillte. Dann mach doch in deinen scheiß Verrottungskack darin. Mann. Also, wir brauchen nicht so viel für heute, weißt du, weil bis zum nächsten Stream ist das eh halt vergammelt. Ach, du brauchst nicht so viele vor heute. Das kann ich auch nicht. Nee, wir brauchen nicht so viele heute. Ach so. Also so viele Komma heute. Ja, du bist doch gut, Kai. Wir haben es kapiert, du hast einen Klopf gefunden. Ah. Du hättest unseren Stream hier am Mittwoch. Nein. In einer Tour. Und Olli hat das letzte Mal damit angefangen. Ja. So.
Heute? Ich habe hier noch Häute wegzulegen, um wiederum Teer zu produzieren, um wiederum das Sprengzeugs herzustellen, um wiederum Stahl herzustellen. Ja, man braucht Sprengzeugs, um Stahl herzustellen. Das ist eine Logik, die kann nur kaudern. Also ich habe festgestellt, dass ich auch ohne Luft immer wieder, kann, immer wieder Spaß an Produktion. Es wird Zeit, dass wir mal eine zweite Staffel von Satisfactory drehen. Ich hätte ja mega Bock auf Satisfactory gehabt, aber wenn die Leute abstimmen lassen wegen Solo-Play einfach mal, dann ich so, nein. Dann wollten sie lieber Mount & Blade sehen im Vergleich. Aber gut, vielleicht war auch einfach die Konkurrenz zu groß mit Mount & Blade. Aber ich hätte schon mega Bock auf Satisfactory. Von mir ist auch gerne mal als Stream-Projekt, ehrlich gesagt. Ich nicht. Ja gut, ja. Stimmt, du ja nicht. Du bist ja wieder so eher der... Der kann da nicht Kopf rechnen und deswegen spielt er sowas nicht. Du Sackratte, Alter. Der kann nur Buchstaben addieren. Übrigens, was man auch machen kann, man kann auch gegrillte Steaks zum Beispiel auf den Trockner hängen, wenn du Rinde reinlegst, dann wird daraus auch Dörrfleisch. Echt jetzt? Das ist ja ein Ding. Ja. Na, gib dich jedes Spiel sowas her, Mann! Ich sehe, er tut wieder so, als wenn er das ganze Spiel auswendig kann, und muss aber trotzdem ständig Fragen stellen, ne? Jetzt schon wieder los. Jetzt weiß er nicht so ohne Arschkeks. Umsbirne. What? Wo ist denn hier die Rotze da seit ganzer Zeit? Warte, red doch mal. Sag doch, was du willst. Was denn? Hau ab. Nee, du hast doch Fragen, also frag. Kennst du das Spiel so auswendig, ne? Ja, aber eins zu eins so. Jetzt frag, ne? Nee, weißt du was? Hier. Leck mich im Arsch, da! Warte! Auf dem Fußboden, da! Hier, leck fertig! Leck mich in den Arsch immer! Sag mal, so, du stehst neben der Küche und weißt nicht, wo die Samen hin sollen, oder was? Hä? So viel Dämlichkeit habe ich noch nicht gesehen, ey! Doch, ich schon, jeden Tag! Ja, guckst du auch in den Spiegel, ne? Nö, wenn ich mir deine Let's Plays angucke. Als wenn du sowas machen würdest! Wow. Oh, jetzt aber! Round one! Dich! Hadouken! Genau, ich wollte es gerade sagen, jetzt kommen da hier die Street Fighter Special Effects. Mortal Kombat, Alter, wie war das? Finish him! Genau. Komm hier! Zack! Ja. Ach nee, das ist Hatschi. Ah, hab ich gefeiert früher. Mortal Kombat war schon cool. Oh ja, ich weiß noch, das allererste, was damals rauskam. Da war ich noch in der Ausbildung gewesen, da war ich noch keine 18 und wir haben aber schon Kollegen gehabt, die waren 18. Und was haben wir die Kollegen belabert, dass die uns das Spiel holen, ne? Das war ja ab 18. Ja. Weil da ein paar Köpfe rumgeflogen sind oder die. Ja, tatsächlich. Ja, Moves, ja, klar. Ja. Also ich weiß nicht, was ich heute anders mache als sonst, aber ich habe jetzt nach anderthalb Stunden Streamen gerade mal 3% Flüssigkeit verloren. Ich brauchte noch keinen Schluck Wasser. Aber schon 2 Steaks. Du hast irgendwas geskillt, was dein Essen... aber Essen und Trinken ist immer gleichzeitig 33%, aber Essen hat das schon gebraucht. Hab mich gerade gefragt, wie du selbst bei dir misst, dass du nur 3% Flüssigkeit verloren hast. Im Spiel, du Depp. Im Spiel. Das hast du nicht dazu gesagt, du Idiot. Er hat einen Blasenmessbecher eingebaut, weißt du? Hä? Und das eigentlich? Ach, das ist ein Teil von der Küche, was hier rauskommt. Ich denke, was ist denn das für ein Pfosten neben der Tür? Achso, ja. Da ich auch schon ein paar Messer. Und die Köchin, wo wir das erste Mal eingesetzt haben, hat dann ihren Arsch rausgehalten an derselben Stelle. Okay. Oh, Werbung läuft, verdammt. Werbung. Warte mal, Moment. Warum wurde ich nicht gewarnt, dass Werbung dann und dann kommt? Haben meine Mods da irgendwas umgestellt, was sie nicht umstellen sollten? Nein. Oder ist das noch ein bisschen Beta vielleicht? Weil ich möchte, dass das zu sehen ist. Ich war's. Robin, du wolltest doch so ein Werkzeug-Kackding, ne? Ja, für Haltbarkeit. Ja, steht hier für Haltbarkeit. Werkzeugverbesserungskit kann ich dir anbieten. Hier liegt hier rechts in der Kiste. Danke. Und wo ist hier? Hier draußen, rechts. Na, hier. Draußen. Hier. Ach, da. Hier rechts in der Kiste. Dankeschön. Die lagen da, ich habe die da gar nicht reingemacht. Und ich habe so den Verdacht zu wissen, wo die herkommen, wenn ich sehe, was hier noch alle drin liegt. Hey? Was?
Wie gut, was habt ihr denn schon wieder? Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Erstmal wieder alles voll gemüllt, weißt du? Was ist denn da drin? So geht das nicht. Oh, krass. Wo kommt denn das alles her? Henry, das geht nicht. Ja. Ja, dann gib mir dein Apparillo. Ist der schon farbig, also lila? Nee. Hm. Ja, gib mir mal her. Liegt in der Kiste. Ich grünig bin. Ist der repariert? Klick mal drauf, weiß ich grad nicht. Nee, ist nicht repariert. Achso, der muss repariert sein, damit es geht? Ja. Okay, dann ich mach wieder her, dann probier ich's nochmal. Ja, ich leg's rein. Musst du reparieren. Jo. Achso, Castlevania, Crusader Kings 3 hätte ich schon auch Bock drauf, aber nicht nur für zwei Leute zu streamen, weißt du? Ich hab's ja mit zwei Projekten gestreamt gehabt. Es war ja einmal Gauderland und einmal Käsetoast, also Gauderland. Und einmal meine Utritt von Bebbanburg Challenge. Aber selbst als die dann lief, war bei mir immer weniger los dann im Stream. Und dann hatte ich ja auch eine Zeit lang nicht mehr einen zweiten Tag Homeoffice, als ich noch im alten Büro war. Und dann brauchte ich danach, als ich wieder einen zweiten Tag hatte, nicht mehr wieder neu anfangen. Kai, du willst deinen Stein irgendwo rum. Haben, oder was? Ja, Kiste hier drin ist eine Truhe. Da ist alles eine klar. Truhe. Einfach da reinpacken. This is very friendly from you. Jo. Schubidu. Ich finde, by the way, Farmeinstellung auf 1 okay. In meiner Farmroute soll ich mit Stahlwerkzeug in 20 Minuten 12.000 Metall ran. Ja, du bist halt auch völlig durch, Haffi. Das ist, was du da abreißt in diesen Spielen, ist halt auch nicht normal. Ich geh mal farmen. Fendir, brauchst du Stahl? Ja, hast ein bisschen was übrig. Hier 30.000. Das ist arg. Alter, meine Wasserkühlung eskaliert schon wieder. Was macht's denn? Blubbert sie? Nee, aber die Beleuchtung davon. Ich muss mal, ich weiß nicht, was da los ist. Eigentlich dürfte doch da kein Wasser abhanden gehen, oder? Doch. Ja, ja. Weil sie was manchmal... In der Custom oder in der AIO? Was hab ich? Hab ich doch keine Ahnung von. Ja, ist die selber gebaut oder ist das so eine All-in-One-Fertig-Wasserkühlung? Das ist so eine Fertigkühlung von Be Quiet. Okay, also ein Teil, wo dann nachher auch so ein Radiator auf dem Lüfter drauf sitzt, ja? Genau, da sitzt der Radiator vorne am Lüfter. Nee, da geht auf jeden Fall auch Flüssigkeit flöten, die verdampft einfach. Ah, okay. Weil verdampft, verdunstet. Ich hab die, weil Sascha meinte, so, du musst immer mal so alle halbe Jahre mal gucken. Da könnte sein, dass du mal ein bisschen nachfüllen musst. Und jetzt fängst du schon wieder an und gluckert manchmal so ein bisschen, weißt du? Dann ist Luft drin. Ja. Ja, Hauptsache, er hat kein Leck irgendwo, dass da Luft reinkommt, ne? Und nee, ich hab's noch nie. Hallöchen! Lange nicht gesehen. Sogar so lange, dass ich den VIP schon wegnehmen musste. Aber du weißt ja, ich hab ja immer begrenzte Anzahl. Wie geht's dir? Lange nicht gesehen? Apropos VIP, ne? Der Haffi hat gar kein VIP, verstehe ich gar nicht. Warum denn? Und dabei ist er ja schon so lange dabei. Was ist denn hier eigentlich los? Fenrir? Ja? Kannst du bitte mal in die Küche rangehen und mir erzählen, was da los ist? Ist doof. Ich bin gerade am Steine kloppen. Irgendwo. Da liegen schon wieder 12 Trillionen Schleimsuppe drin. Und es werden Schwarten hergestellt, die aber nur in zwei landen. Hä? Ja, weil es lotzen alle voll und die Produktion läuft weiter. Wo hat wer hat denn da jetzt schon wieder Schleimscheiß da reingelegt? Ich weiß nicht, Schleimscheiß reingelegt. Es kann doch nicht wahr sein. Ich hab's alles rausgenommen und hab nur das Fleisch reingelegt gehabt. Wo hat denn der... bin ich so blind oder wo landen die Schweineschwarten? Hier sind keine weiß gekochten. Ich hab jetzt gerade die Schleimsuppe rausgenommen. Ich nehme jetzt einfach mal alles fertige Zeugs hier raus. Ich drücke nochmal auf Play. Bug vom Feinsten. Da geht man einmal. Was? Wo ist es? Weg. Bug. Weg. Es verschwindet einfach. Wir stellen nicht vorhandene
gekochte Schweineschwarten her. Ja, da stellt's aus, das ist ja schade drum. Ja. Wenn das Ding voll ist, verschwinden die, sagt Haffi. Ja, ja, aber ich hab's auch leer gemacht. Also ich hab jetzt alles gekochte im Inventar und sie tauchen immer noch nicht irgendwo auf. Tja. Das ist schwierig. Also ich würde vorschlagen, Samen landen nicht mehr in der Küche, sondern in der Kiste daneben. Weiß ja nicht, was die du mit deinen Samen voll, machst. Die aber. Übrigens voll ist mit Schleimsuppe. In der Küche auch noch. Kai, willst du uns vielleicht so irgendwas sagen? Ja, dass ihr beide bescheuert seid, das vielleicht. Wieso wir? Wo kommt die ganze Schleimsuppe auf immer her? Was soll ich denn das wissen? Warum bin ich denn immer gewesen? Naja, weil wir waren es nicht und jemand anders nur ist nicht auf dem Server. Nur weil du da in die Küche rein ejakulierst und der ganze Schleim da drin ist mit Samen, ja, bin ich's wieder gewesen. Ich ejakuliere dir gleich mal eine, du! Das klang irgendwie verkehrter als es heute. Wir können uns ja Käsetoast essen. Ich weiß auch, wie das hier zur Sache geht, ne? Ich ejakuliere dir gleich mal ein, Alter. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, ganz ehrlich. Nee, lieber nicht, das klingt irgendwie noch ekliger. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Exo, vielen, vielen lieben Dank für dein Prime. Achso, du hast noch was geantwortet. Ja, würde ich auch machen. Was? Wo? Freitags geht's nicht mehr so. Ja, okay, gut, das kann ich natürlich verstehen. Pass auf, da mag lieber Dörrfleisch jetzt raus aus dem ganzen Zeugs hier, wa? Robin, weißt du, was du mal machen kannst? Warten. Geh mal runter an dem, wo die Draht der Schmerzen sind. Und stell da einfach mal ein stinknormales Feuer hin und da bauen wir dann die Schleimsuppen. Dann sind sie gleich da vor Ort. Ja, ne, ich leg die jetzt da einfach als Rad der Schmerzen rein. Das hat 70 Slots, glaube ich. Ja, aber wir können da das Zeug da unten auch machen. Dann verstopft uns das nicht immer, weißt du? Na gut, ne, es wäre einfacher, wenn wir die Samen nicht mehr in die Küche legen, sondern in die Kiste daneben. Da kann die Tante auch keine Schleimsuppe mehr herstellen, ohne dass wir es wollen. Weißt du? Boah, man könnte, wenn man euch so zuhört, aus dem Zusammenhang rausgerissen, man könnte meinen, wir wären irgendwo mal in der Fertilitätsklinik oder so. Was, Kai, bitte. Was sagt denn hier der Hans-Paul eigentlich? Ich hab einen Schädel, das ist unglaublich. Ja, Energy ist halt auch nicht gut bei dem Zustand. Gandalf, vielen lieben Dank für deinen Resub im 21. Monat, Alter, mit Prime. Dankeschön. Jetzt darfst du wieder Emote spammen. So. Michi, halt's Maul, Alter. Ganz ehrlich. Schluck Wasser in die Birne kippen. Ja. Auch noch alle. Marktplatz wird Käsetoast verteilt. Da geh ich mir mal den nächsten Energy-Drink holen, wa? Onkel Haffi, herzlichen Dank für 5 Gifted Subs an Göttin der Panischen Todesarten, an Beitron, an Shitmein Tyra, an Lemmy Danger und Kapu Games for You. What the fuck, danke. Wo hast du jetzt gerade Luft geholt, durch welches Loch? Nase. Okay. Der hat so Kiemen, das kann ich tatsächlich, weißt du? Das kann ich tatsächlich, dass ich durch die Nase einatme, während ich rede. Das geht. Ist machbar. Ach du Scheiße, Alter. Also hält der Niesmaul. Weißt du was? Das sieht so aus. Oh Mann. Nee, das, im Umkehrschluss, wenn du den zum Schweigen bringen willst, hast du eine Menge zu tun. Ach, eine von Nischel gehämmert. Fertig. Fertig. Was ist hier eigentlich los? Hier sind Steine. Warum sind die nicht weg? Aber dann noch welche holt. Hä? Weil ja, er Kai noch welche holt. Ja, ja, Kai hat ein paar Findlinge geholt und hat die hier auf unser Acker gekloppt. Genau, ja. Ach so, da schon mal Steine in seiner Kiste. Dann hab ich den jetzt schon wieder gemacht. Nee, immer bin ich gewesen. Du hast gar nichts gemacht. Ich dachte, er meckert rum, warum hier noch Steine in der Kiste sind und die noch nicht verbaut sind. Und deswegen dachte ich, okay, dann wird er so noch welche holen, denke ich mal. Ach mal, jetzt hab ich so eine Scheißfliege hier drin. Yay! Hat geklappt! Sie hört auf mich! Was war das jetzt, Alter? Hast du irgendwie... Hat dir jemand in die Eier getreten oder was war da jetzt? Nee, das war ein Freudenschrei. Da kam es bei dir nicht richtig an, weil Discord wieder kacke ist wegen maximaler Lautstärke und so. Also, ja, sag mal, kann man eigentlich die Feuerstelle auch mit Kohle beheizen? Hat das mal einer ausprobiert?
Nee, wäre aber Verschwendung, weil Kohle ist im Schmelzofen viel wertvoller. Alter, er immer mit seiner Verschwendung. Boah, gut, dass ich ein Solo-Play hab, ey. Na, ohne Scheiß, wirst du noch merken, wenn der Grind bei dir so richtig eskaliert? Schmeißt du die Kohle in den Grill oder schmeißt du sie lieber in den Schmelzofen, wo sie 16 Stunden hält? Mein Grind eskaliert jeden Tag. Ja gut, du gehst auch im Garten buddeln. Ja. So, was wollten wir? Kai, brauchst du auch Holz oder so? Ich glaube schon, ne? Ja, Holz wäre auch nicht schlecht. Holz, Holz. Da stehen Bäume, hack so um. Nee, Robin, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich selber reparieren kann mittlerweile. Aber ich glaube fast nicht. Nö, natürlich nicht. Kannst du mal meine Spitzhacke reparieren? Das ist scheiße, Alter. Reparatur läuft. Jawohl, danke. Bei meinem 12K Metall bringe ich auch immer 4K Kohle mit, siehst du? Ach, ich habe übrigens keine auf der Map, auf der Wüsten-Map, die größte Eisenmenge im Süden gefunden, hat man mir gesagt. Okay. Also, da ich da, was? Die Katze hat miaut. Wo ist es denn? Jeder sucht die Katze irgendwann. Das kleine schwarze Etwas irgendwo im Gebüsch. Das macht die ganze Zeit Mäh. Grüß dich, Nordmann.de. Hallo, hat der weibliche Gene? Keine Ahnung, kann sein. Entweder das oder das Mikro hat geklippt. Schnauze! Warte mal, wer war das? Wer war das? Welchen Namen muss ich mir hier aufschreiben auf meine Liste? Moment. Nordmann.de, alles klar. Wird aufgeschrieben auf meine Liste hier. Wir sprechen später. What the Player, fuck? Player, Player, Crack, Crack, Crack. So. Er hat wahrscheinlich wirklich seine Tage, Alter. Das ist doch nicht richtig. Ja, da gibt's mehr als genug Eisen. Ja, ich war völlig baff, ne? Wie ich die Menge an Eisen gesehen habe, wie hast du blöd geguckt. Mahlstrom, geh zu. So. Wo ist denn meine Aale? Ich wollte gerne fragen, wie viele Steine braucht er denn noch, aber er wird bestimmt sagen, alle, oder? Achso, ich hieß immer Smitzekatze. Er sagt einfach ja. Genau. Ja. Wie viele Steine brauchst du noch? Ja. Hier ist übrigens Flossi. Wo ich gerade stehe und hüpfe. Unten am Stall ist sie. Ja, die wollen aber heute bauen, haben sie gesagt. Ich würde ja auch gerne, aber... Nee, heute wird gebaut. Und es geht auch gut voran, wie ich finde. Wenn ich da jetzt reinpiekse, ist sie tot, oder? Sag mal, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Ja, die hat's doch überlebt. Hast du jetzt echt die Katze abgestochen, Der hat auf die eingestochen, der Sack. Und der hört nicht auf. Ey, guck doch mal. Tier, Quelle, rein, das ist unsere Hauskatze. Und keine Wildkatze. Wir haben doch mit dir schon eine Muschi. Sag mal, gibt's auch irgendwo Wolfsbabys zu mitnehmen? Das wäre bestimmt lustig. Kojoten? Kann man eigentlich Leute runterschmeißen über die Freundesliste? Die blockieren nicht, nur kicken. Warte mal, Server, Spielerliste? Wir haben alle DLCs, Haffi. Ach, muten geht, lol. Aber ist ja nur Ingame-Voice, wa? Ja. Wir haben alle DLCs, ne? Ja. Genau. Was hast du gesagt? Schreib mal lauter! Okay, dann viel Spaß dabei. Warum machst du die Dinge kaputt? Du sollst bauen, nicht abreißen. Du sollst bauen. Maulfresse. Schon mal gesagt. Bau! Mein Kopf zu, wenn du mit mir sprichst. Wird Zeit, dass ich zwei Begleiter mitnehmen kann. Braucht die immer als Lastesel. Ja, das ist schlimm, ne? Die sind immer vollgeladen bis oben hin, die Leute. Wollen wir heute eigentlich noch mal starten? Irgendwie. Bisschen. Ja, das hat doch Haffi gerade gefragt. Ja, ich kann nicht in deinen Chat reingucken, was dich die Leute fragen. Er hat gesagt, wenn wir jetzt uns jeder noch 10 Schweineschwarten mitnehmen können, würden wir auch mal was Neues von der Insel sehen. Aber Robin will bauen. Hat der Onkel Haffi irgendwie nur noch 2 Minuten zu leben oder warum stresst er so? Genau. Ich weiß es nicht. Und Fenri genauso, warum stresst du jetzt so? Wir haben vorher gesprochen, dass wir bauen, also bauen wir heute. Ich baue doch ab. Was willst du von mir? Das ist ein Phänomen. Das ist Gruppenzwang, ist das. Wenn einer das ist wieder ein Lemming-Syndrom, ne? Ja. So ist er halt.
Das ist so voll Energy, weißt du? Ich habe gerade mal eine Dose getrunken. Ja, das ist schon gerade die zweite auf dem Tisch. Na, 10 ist Standard bei mir. Alter. Und dann wunderst du dich, dass du Gliederschmerzen hast. Du wirst im Leben nicht so alt. Dir ist über Nacht der Puls so in die Knochen geschlagen, dass du natürlich Gliederschmerzen hast. Ihr seid nur alles Lappen, das ist alles. Ja, genau. Nicht haltet aus. Muschi Simmer. Eine Schneefut schlimmer als die andere. Ich hör's doch, wie die ganze Zeit jammern. Du Vollspacken. Du wirst nicht so alt wie ich, wirst du sehen, Alter. Ich scheiß dir mit 73 auf die Birne. So, ja, aha, wir können uns endlich eine Käsetoast leisten. Koron, so, grüß dich. Hallöchen und danke für den Prime im 16. Monat. Hallöchen. Ich weiß gar nicht, Koron, habe ich dich bei mir schon begrüßt? Ich glaube, ja, oder? Oh, nee, tatsächlich, ich auch nicht. Koron, grüß dich, hi. Wir hatten gerade ernsthafte Diskussionen, deswegen ist das ein bisschen Untergang, sorry. Dein Magen ist nur. Ernsthafte Diskussion, ich geh mal in die Schlange würgen, bis gleich. Ja. Im Dunkeln. So, perfekt eingepackt. Wahrscheinlich komme ich hier auch nie wieder raus. Natürlich. Mann! D11, wo dieser See ist, wo der Fluss ist. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Okay. Ja, dieses Flussdreieck-Dings. Genau, ne? Dreieck-Dings, genau. Ey, was ist denn jetzt los? Wir sind da. Ich bin rausgeflogen. Oh nee, was denn das? Ja, genau. Was? Ach Leute, was ist denn da jetzt los? Was hast denn du gemacht, Robin? Ich wollte mal den Admin-Teleport ausprobieren, der mir da angezeigt wurde. Wahrscheinlich gibt's gleich einen Einschlag. Ich bin so weit vom Horst entfernt. Ja, aber ich flieg gerade schon wieder. Ich wusste nicht, dass ihr gleich mitteleportiert werdet. Oh, ich steh auf Robin. Robin, ja. Ich bin wieder in der Luft. Ich kann mich auch gar nicht bewegen gerade irgendwie. Guck mal, Fenrir, ich hab auf dich gestanden. Ich sehe nichts, weil ich bin in der Luft. Und schon wieder. Ja, ich mach wieder Teleport, um zu gucken, was passiert. Ich wusste nicht, was... Hornige Nüsse. Apropos hornige Nüsse. Ich, wo fliege ich eigentlich hin? So. Hier ist irgendwo da drin. Ich wundere mich, was hier so schwer ist. Bin wieder da. Herzlichen Glückwunsch. Hast den Weg zurückgefunden. Stahlverstärkung brauchst du denn echt zum Bauen auch mit den gehärteten Ziegeln oder was? Ja. Und zwar Massen. Leider, okay. Ja. Ich dachte nur für die Herstellung, aber das war dann wieder eine Fehlinfo aus dem Text aus dem Spiel, weil da stand was von Stahlverstärkung und ich habe da rumprobiert, haufenweise Stahlverstärkung reingelegt in die Schmelzofen und so und dann erstmal festgestellt, Moment mal, wir haben ja noch so einen anderen Kessel da hinten, mit dem können wir ja Dinge tun. Nee, also wenn du, Sandstein, Steinziegel herstellen willst, habe ich doch vorhin gesagt, für die Ziegelfundamente brauchst du 10 Ziegel, 4 geformtes Holz und 7 Eisenverstärkung für ein Fundament. Für eins. Ja. Ja. Hallo, ich hatte jetzt das Stur-TV und gleichzeitig Musik zu laufen. Das war natürlich dumm. Und geformtes Holz und so ein Scheiß brauchst Danke, du auch Leute. Noch. Danke, Leute. So, mach mal mit dem Rohr nicht nach, ansonsten müsst ihr grinden ohne Ende. Ich gehe mal, weil wir dann ja Produktion starten müssen, ich gehe mal Metallfarben, ne? So ein bisschen. Mag immer wieder mal zwischendurch noch, wenn ich dran vorbeilaufe. Was habe ich denn mit? Achso, aber wir brauchen Eisen und nicht Stahl, oder? Eisen, ja. Scheiße, gut, dann sollte ich mal die Sprengdinger aus dem Schmelzofen rausnehmen, weil ich mache immer gleich automatisch Stahl draus. Aus jedem Eisen. Wieso denn Sprengdinger? Machst du das nicht mit Stahlfeuer? Na, meine ich doch. Also. Weil in der Beschreibung steht explosives Gemisch. TNT. I'm Dynamite. Na, Fenrir, wollen wir unsere zwei Pappenheimer mitnehmen und die dann hinten bei dem größeren Vorkommen leveln? Wollen wir Eisen holen? Ja, können wir machen. Ich bin schon über die Bridge. Wollen wir eventuell das zusammen machen, damit ich dann auch mal weiterkomme mit dem Leveln? Ja, klar. Genau. Nimm deinen Fuzzi mit oder ist er noch nicht fertig? Ach, die brauchen ja so lange. Der dreht sich noch, ja. Das habe ich überhaupt nicht nachgeguckt. Der ist jetzt dreiviertel fertig, also bis Ende des Streams ist er vielleicht soweit. Aber du kannst Bumskopf mitnehmen. Oh, nimm Bumskopf mit. Muss man richtig ausrüsten noch vorher. Was hat er denn?
Kreise hat er. Oh, wie sieht's eigentlich bei Eirik aus? Was hat denn der noch? 48 Fleisch. Passt. Ja, dem bringe ich dann Bumskorb auch mal Fleisch mit. Ich baue dem nur noch schnell mal eine Rüstung, Kai. Mach mal. Was machen wir jetzt schon wieder? Ja, natürlich. Warte. So, was hatte ich doch? Wenn wir jetzt nur Eisen gezielt tun, lass ich mal Sichelmesser und Hackmesser hier, weil Gewicht. Eirik, so. Warte mal hier auf mich. Übrigens, das funktioniert, es funktioniert jetzt viel, viel besser mit dem Bewachen Platzierungsgedöns hier, ne? Die switchen sofort auf Position. So, siehst du das Ding hier gleich auch schon? Betretenes Schweigen, keine Sau sagt was. So. Aber ich hab von euch gewohnt. Ich geb euch wichtige Infos und keiner sagt was. Was? Ja, ja. Du mich auch. Onkel Huffy, es stehen erst genug Öfen, wenn man Leben verliert, wenn man davor steht wegen der Hitze. Das kann ich mir bei dir sogar vorstellen. Du hast wahrscheinlich wieder so ein eigenes Schmelzgebäude oder so, wo so 200.000 Öfen nebeneinander stehen. Ich hab schon vor meinem geistigen Auge, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, mit Onkel Huffy würde ich super gerne mal Satisfactory spielen. Das könnte sich lohnen. Ich bräuchte immer nur rumreisen und aufnehmen, was er alles wieder gebaut hat. Weißt du? Und bräuchte selbst nichts mehr machen. Ja. Ich weiß noch bei Ark, wie er meinte, ich helfe dir ein bisschen bei deiner Base. Am nächsten Morgen komme ich online meine Base fertig. So, was hier passiert? Und Huffy ist ja auch so ein Schönbauer, ne? Der kann das ja richtig. Übrigens, in meiner Schmiede liegen doch über 1000 Eisen. Normales Eisen, Eisenbarren. Könnt ihr erstmal nehmen. Ja, ja, ihr ja, ja. Eisenverstärkungen braucht ihr, oder? Eisenverstärkung, genau. Anstelle von Eisen, ne? Oder braucht ihr auch Eisen zum Bauen? Nein, wir brauchen Eisenverstärkung. Nur die Verstärkung, dann ich, genau. Dann stelle ich jetzt 1058 Stück her, dann reichen die erstmal ein Weilchen, wa? Ja. Gut. Robin, kannst du ein Stahlschwert herstellen oder sowas für den Begleiter? Welche Tests denn gerne? Irgendeins. Einhand, Zweihand? Einhand. Na, für, ich weiß nicht, was will denn Kai? Kai, soll er Einhand, Zweihand, was soll er? Hab ich mir ehrlich gesagt auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich meine jetzt Bumskopf, ne? Weil deiner ist ja noch am Drehen. Einhand Streitkolben. Einhand Streitkolben. Ach Gott, jetzt habe ich den Scheiß liegen lassen. Ich könnte ja schon wieder kotzen. Moment, muss ich das hier abbrechen? Und einmal. Nee, das ist Stahl, wollten wir. Scheiße, Moment, wir wollten Stahl. Kolben. Eisen. Oh, ich kann noch gar nicht Streitkolben aus Stahl herstellen. Muss ich mal gucken. Moment, Wissen. Waffen. Streitkolben, Stahl, freischalten. So. So, warte mal, wie viel Fleisch habe ich denn mit? Den knallen wir mal voll. Und mir nehmen wir mal hier so schön gekochte Schweineschwarte. Wo ist denn, was? Wo ist meine 100.000 Schweineschwarte? Ach ja, die waren ja verschwunden, hat der Robin gesagt. Ja, na, das rohe Fleisch habe ich erstmal in die Komposter erlegt. Aber was vergammelt, wird dann wenigstens gleich wiederverwertet. Tim. Und auch Teile davon habe ich auch in den Trockner gelegt zu Trockenfleisch. So, Streitkolben ist fertig? Ja, holen gleich ab. Riecht in der Schmiede. Ja. Bei Satisfactory hatte ich immer eine komplette Zettelwirtschaft an Optimierungen, wie man es möglichst klein und effizient baut, inklusive Berechnung der Übertaktungen. Ja, kommt mir sehr bekannt vor, ich habe es in Excel gelöst. Ich habe mir per Excel mit Funktionen und Formeln habe ich mir das genauso gebastelt, immer zwischen den Folgen, wo wir damals Multiplayer gemacht haben. Geht das wieder los, Alter? Er baut sich Excel-Dateien, weißt du? Brauchst du bei Satisfactory einfach, um einen Überblick zu behalten. Ja.
Inklusive Baupläne und was nicht alles. Auf dem karierten Papier Baupläne gemacht. Jetzt weißt du, warum ich den Scheiß nicht spiele. Aber wenn du da dich, also Kai kann es bestätigen, wenn du dich da erstmal reingefuchst hast, dann macht's übelst Laune, ne? Ja, wenn du dich reingefuchst hast, ist auch scheiße. Ach, fick dich. Nein, es, also ich fand Satisfactory, ich fand es zum Bauen fand ich geil, mir diese ganzen Konstruktionsstraßen da auszudenken und zu überlegen und was und wie, da war ich schon ganz froh, dass ich immer Decker und Robin dabei hatte. Ja. Die es gebaut haben. Ja, genau. Und dann noch Matthias und wer war's noch? War das Seifenlord? Nee, wer war's dann? Am geilsten fand ich noch die Dings. Am geilsten fand ich immer noch die Konstruktion mit dem Röhren, mit den Reiseröhren. Achso, Hypertubes. Genau, die Hypertubes, genau. So, ich habe jetzt keine Stahlsichel und Messer mit, ne, wegen Gewicht. Dito. Und Knüppel. Nur die Spitzhacke. Ja. So. Und, also muss auch mal eine Anzeige für meine lieben Mods. Bitte nicht diese Benachrichtigung wegmachen wegen der Werbung. Beim nächsten Mal. Ich will die sehen. Und Soulkeeper, Igel, hallöchen. Habt einen guten Stream. 100 Zuschauer für... Ach so, nee, okay. Nee. Ist dann jetzt tschüss. Meine Clotilde schon wieder. Und liebe Mods, bitte gleich mal melden den Typen. Ah, hier. Ach, was dreht er denn so durch? Hier ist die Katze. Ah, Flossi. Glossy, Alter. Ja, so heißt meine. Ich hab sie nicht so genannt. Ich hab sie so schon gekauft und mir ist kein besserer Name eingefallen. Was, du hast eine Katze gekauft, die Flossy hieß? Ja. Ah ja. Ihr Bruder hieß Bippi. Verstehst du jetzt, warum ich drauf eingeschlagen hab? Und ihre anderen Geschwister hießen Chini und Vader. Ah ja. Gut. Ja. Gut, dass ich das jetzt auch weiß, ja. Ja. Wenn du einen anderen Namen hast, außer Muschi, dann raus damit. Fußhupe. Nee, ist ja kein Terrier. Oder Chihuahua. Oder Wuff. Es ist immer noch kein Hund, es ist eine Katze. Wow. Alter. Bleib bei Flossi. Ich hab's mal gebracht und meinen Kater, den wir hatten, der ist letztes Jahr gestorben. Der war ein Kater und hieß Gabi. Ich habe so eine Vermutung, warum er gestorben ist. Er wurde vergiftet. Achso, ich dachte, der ist freiwillig bei so einem Namen vors Auto gesprungen. Nee, den haben sie vergiftet, die Penner. Ja, das ist natürlich auch so. Da kam nach Hause und war, ja, Klimper. Klimperklein sozusagen. So, haben wir jetzt alle ausgerüstet? Ja. Sind wir bereit? Nee, aber bereit. Nein, sind wir nicht. Was fährt denn? Nein. Na, der Kollege unten am Rad. Der dreht noch am Rad. Ja, ich hab dir noch den anderen hier aufgerüstet. Bumskop. Den kannst du erstmal mitnehmen. Und Haskemo, grüß dich. Achso, übrigens, der am Rad ist. Wo ist er? Achso, und jemand hat auf Stop gedrückt. Alter, ey, der wird nie fertig. Nee, und jemand hat auf Stop gedrückt. Ich weiß nicht warum. Wie lange braucht er noch? Komm, schieb mal an hier. Ja, anschieben! Lauf, Junge! Angenommen, Fürster Tüderta! Wo ist die scheiß Peitsche, wenn man sie mal braucht? Hier, der Eirik Eriksen oder wen meinst du? Nein, hier, Bumskop. Nee. Bumskop. In hier. Ach, er hier. Ja, war Eirik ist meiner. Warum krieg ich einen Bumskop? Na, weil wir die named. Ah, nee, du hast ihn umbenannt, ne? Robin. Weiß ich gar nicht mehr. So, dann komm, ab. Okay. Ich glaub, Bumskop 1 und 2 sind schon tot und deswegen gibt's jetzt bloß noch den. Wo gehen wir eigentlich hin? Weiß ich nicht. Eisen holen. Wo wollen wir nicht? Süden. Dann müssen wir rechts, oder? Nee, Süden. Süden ist immer den Fluss entlang. Ab in den Süden. Fendrick, du hast sogar gemeint, und vom Süden ist ein geiles Eisendinges, ne? Im Robin. Nein, hier doch nicht. Spiel doch auf der. In ach so. In der Wüste, hier doch nicht. Ach so, nee, dann müssen wir nach Osten. Nach Osten müssen wir. Nach Osten. Rüben. In der Zöne. In der Zöne.
Auf der Wüstenmap gibt es Tatsache im Süden eine riesige Vorkommen an Erzen. Ach so, dachte ich hier auf der Map. Ach stimmt, du machst dann nee, Soloplay die andere. Ja, also da, genau, im Soloplay, wo ich mich da niedergelassen habe, da kann ich mich aber auch nicht beklagen, du. Da ist auch, nee, da ist auch einiges. Eisen und Mast, ja. Hier ist schon Eisen, das erste. Eisen, Kohle, alles dabei. Ja. Kohle habe ich übrigens auch einen geilen Spot gefunden, ist auch alles voll. Ey, du Bumskopf, was ist denn los mit dir? Ja, gut, Kessel, wenn ihr könnt natürlich auch die Tiere so nennen wie bei Sailor Moon. Das geht natürlich auch, ja. Gott. Was er gerade geschrieben hat, schwarze Katze heißt Luna. Und boah, ja, sorry, Fendi, ich hatte eine Kindheit, ich habe Animes geguckt. Tut mir ja leid. Ja. Bin ich mit 7 schon arbeiten gegangen wie du? Nee, mit 14. 7 war mir dann doch ein bisschen früh. Ja, siehst du, aber Robin, da siehst du es ja, ne? Mit Mitte 30 schon im Arsch. So ist es. Mit Gliederschmerzen jeden Tag. Ja. Ja, nicht nur Gliederschmerzen. Kreuze, hier links von uns ist Eisen, glaube ich, ohne Ende. Ja. Hier drin ist ganz viel. Und ein bisschen was zum Leveln für den Kai. Tada, Stufe aufgestiegen. Ich auch. Getreue ist aufgestiegen. Mein Getreue ist aufgestiegen. Gut, Alter. Hey, du Nachmacher, lass das. Vielleicht würdest du dir mal einen Heiltrank reindrücken. Was ist jetzt los? Hab euch was mitgebracht. Ja, viel Spaß damit. Nee, ich dachte, ihr wollt Erfahrungspunkte haben, bevor ich es alleine mache. Naja, ich wollte aber nicht Erfahrungspunkte. Wieso krepieren? Du musst aber so richtig zuschlagen und kloppen. Alter, wie er mir manchmal einfach mit so einer Klugscheißerei auf den Sack geht, ne? Ist das halt schon easy peasy hier, alle meine tot. Meine Fresse, ey, mach einen Hast Kopf du Heiltränke zu. Bei? Du sollst einen Kopf zumachen. Mit dem Hast du Heiltränke bei? Ja, siehst du. Ja, so, halt easy peasy, was hat er denn? Alter, mit den Blocken, mit den Rücken kämpfen. Ja. Ja. Anders levelst du sonst nicht. Auf die Autobahn mit grind. LKWs spielen. Warum sind übrigens wieder die Piraten, ne? Ja, lasse. Hoffentlich vergewaltigen sie dich. Was? Ich hoffe, der greift jetzt Kai an für den Spruch. Weil ich hab nicht getriggert, ich stand hier bloß. Du stellst Tschüss. Hier gerade eine Meldung, du legst dich mit den Falschen an. Hä? Ich stand gerade, wurde groß eingeblendet, du legst dich mit den Falschen an. Sehr gut. Ja, die ganzen Eisenvorkommen hier, die wehren sich. What the? Wow, wir haben einen Boss hier! Ein Boss! Wow! Boss, Vorsicht! Deswegen die Meldung! Ja gut, okay. Das war ja easy peasy. Der nächste bitte. Ja, die sind nicht so heftig. Oh, da ist Goldstein drin. Oh, nice! Mhm. Gold ist immer gut. Dämonenblut ist da drin. Silberstein hoch. Nice. Der hat nur Stein. Ja, hast du den Miniboss auch. Axt weg, du Idiot! Guten Tag. Aber mittlerweile, wenn ich mal treffe mit der Axt, dann ouch. Auch bei den Viechern. Ja. War nicht immer so. Ja, wenn. wenn Fanny nicht wieder im Weg steht, aber Stärke auf 20 macht sich schon bezahlt mittlerweile. Ich mach auch gut Damage. Mittlerweile, ja, wenn ich. Ich mach auch gut Damage. Nee, wenn ich von der Seite komme, in die Flanke oder von hinten, dann wird's doof. So dicke Eier hat der! Allein diesen so. Satz gerade schon zuzuhören. Das hat schon wehgetan. Von der Seite kommen oder von der Flanke? Du bist so ein Vollhorst, echt. Ja, warten. Spacken, Alter. Nehmt ihr auch die Pflanzen hier mit? Diese Azuras Ruhm? Momentan noch nicht, weil ich sie noch nicht richtig hier brauchen kann, aber Aloe Vera immer. Und Gelblotus. Weißt du noch, Robin, letztes Stream. Bin ja mal gespannt, ob sie irgendwann die Mama finden. Und du, hier kommt Mama! Der Skorpion! Ach so, Skorpion! Ja. Ach ja! Ey, das war so bitter. Hat ein bisschen wehgetan. Ich glaube, das war auch der Grund, warum wir keine Begleiter mehr hatten, ne? Ja. Oh, ihr habt Begegnung mit der dritten Art gemacht? Mit dem Weltboss, ja.
Oh, nice. Aber ja, wir haben fast 1000 Schwefel nach Hause gebracht dann. Mhm. Also als wir zu Hause gespawnt sind. Der war gut. Bei mir im Chat haben sie noch gesagt, so mal sehen, wann die Mama kommt. Und Robin schreit auf einmal wie so ein Mädchen. Hier kommt Mama. Ja, und dann waren auf einmal alle tot. Oh. Was machst du denn? Kletter doch mal da hoch. Hat jemand Bock auf Harpie? Harpie? Oh? No. Oh? Harpie. Ultra scharf. Mit Käse. Ja, genau, mit Käse, danke. Ich wollte es gerade sagen. Hm. Helmut, mach's gut. Dir auch schönes Wochenende. Dann jetzt los. Hier ist ja gar nichts. Das ist ja bitter. Seid ihr denn? Auf dem Berg. So, ja gut. Das Eisen wäre aber unten im Tal gewesen. Ja. Oh, da ist Schwefel. Guck mal da. Jede Menge. Komm mal mit, Erik. Ja, da ist ein Lager, ne? Da ist ein Lager, ja. Da sind Kristalle. Moment. Und hab hier runter? Ich will das auch sehen. Ja. Wollen wir da mal jetzt runter? Vom ist geil, ich sagte den Jungs, wir müssen nach Osten. Wo ihn gehen? Auf den Berg. Warum ist jetzt... Irgendein Begleiter ist von oben einfach nach unten gesprungen. Oh nee, ne? Oh. Und ich höre schon wieder ein Herz ticken, klopfen. Ja. Und dann ist irgendwo ein Tor in der Nähe. Wo zum Geier seid ihr? Hier liegt ein Tode. Mit diesen Schriftrollen. Hier, Schwefel. Warum habe ich das Gefühl, dass mein Begleiter das nicht überleben wird? Anna, die Plünderin, was? Ja, das, da ist wohl... Den hat's zerrissen, würde ich sagen, hä? Den Juden. Was macht der auch hier oben? Ich glaube links von uns, Kai. Wenn ich mal wüsste, wo ihr seid, ihr lauft ja immer weiter. Was ist denn das hier? Komm mal her, Fenrir. Was ist denn das hier? Was sitzt denn da unten? Das sieht wie eine Harpie aus. Ja, da unten war ich gerade bei dir und hab auf euch gewartet. Jetzt bin ich über euch. Komm runter. Tut aber weh. Ja. Moment, muss mal hier was. So. Ich höre immer nur, warum es nicht geht bei dir. Alter, mein Stuhl riecht mich schon wieder auf hier. Ist er zu hart, oder? Die Schriftrollen sind die... Er fährt wieder als runter. Ach, von dem Stuhl? Hier? Ich denke gerade, von welchem Stuhl spricht der jetzt? Oh Gott, ey. Also, jetzt da runter und hab ihr, oder nicht? Ja, natürlich, ich komm hier oben an und ihr lauft zurück. Oh, Alter! Na, hier sind genug Harpien, hier ist alles voll mit Harpien. Komm, gehen wir hier runter. Achso, komm. Ja. Ja, stimmt, hier sind zwei, für jeden eine. Oh Gott. Wow, 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 wow. 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 Moin. Guten Tag. Hi, guten Tag. Aua. Aua. Sechs Mann fliegen gleichzeitig um. das Ding sieht... Oh. Das ist aber eine Porno-Harp hier, oder? Die ist aber hart im... Boah, stehen wieder alle im Weg hier. So, die ist down, die nächsten zwei kommen. Ja, zwei ist nicht gut. Ich hätte... Au. Ich hab leider eine schlechte Nachricht. Bumskopf ist tot. Nee, ne? Doch. Bumskopf hat's erledigt. Ja, wow. Aua, jetzt lass mich doch mal aufstehen, du Arschloch. Trink, du Idiot, trink! Da kommt doch eine Scheiße. Leute. Flucht. Zu spät. Das wird nichts, das wird nichts. Das wird nicht. Ja. Ich geh mal Bettroll. Ich geh mal Bettroll, Alter. Nein! Lauf! Lauf! Oh, Erik, lauf, Junge! Hatten wir das nicht so eingestellt, dass wenn du krepierst, dass du dein Zeug noch behältst? Ja. Ja, warum habe ich nichts mehr? Keine Ahnung. Hast du es bei dir irgendwie in den Spielanstellungen anders hinterlegt? Nein. Überhaupt nichts gemacht. Ist eigentlich so hinterlegt. Hatten wir die ganze Zeit über so.
Oder es hat sich jetzt vielleicht wegen dem Update von resettet? Ja, das wäre doof jetzt. Das wäre maximal doof, ja.